Also ich wollte euch jetzt eigentlich mal willkommen heißen auf meinem Hörbuchkanal bzw. alte Geschichte-Kanal. Weil es ist nämlich so, ich studiere alte Geschichte, nona. Und ja, ich finde es halt eigentlich total spannend. Und während ich halt so herumstudiert habe, habe ich halt immer wieder versucht, wie es brave Studenten halt tun, mich auf YouTube halt schlau zu machen, weil YouTube ist halt eine super Möglichkeit für die Sachen. Man kann super schnell Sachen lernen, ohne stundenlang was durchlesen zu müssen oder so. Man prägt sich die Sachen schneller ein. Und auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass alte Geschichte phänomenal schlecht vertreten ist auf YouTube. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich schalte mir da jetzt selber ein. Also es gibt natürlich schon zu viele Sparten einiges auf YouTube, aber das ist halt immer nur so zu bestimmten Themen. Und deswegen wollte ich jetzt eigentlich mal Sachen einbringen, die vielleicht nicht so häufig vorkommen. Und das wollte ich halt verbinden mit etwas, was ich total lieb, nämlich Hörbücher machen. Und ich hoffe, ihr habt da auch Freude daran. Ich habe mir jetzt einfach mal dran gemacht, Primärquellen, also wirklich von griechischen und römischen Autoren die Werke aufzunehmen. Und zwar die kompletten Werke. Also nicht nur Auszüge, sondern das Komplette. Das dauert natürlich ewig lang, deswegen verzeiht es mir bitte, wenn ich den Kanal nur sehr langsam aufbauen kann. Ihr könnt mir natürlich ja immer gerne schreiben, was ihr so hören wollt, weil, wie mir schon viele gesagt haben, das geht total super, wenn man sich da mal weiterbilden will oder wenn man einfach mal den Wortklang der antiken Autoren genauer hören möchte, wenn man dann so Hausarbeiten hat und daneben bügelt oder aufräumt oder so, wenn man sich dann meine Hörbücher anhocht. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und naja, Wortklang, wir müssen uns ja doch überlegen, es ist immer eine Übersetzung, es ist eine deutsche Übersetzung davon, natürlich. Ich werde versuchen, meinen Tiroler Dialekt nicht so krass durchklingen zu lassen, ich werde das natürlich auf Hochdeutsch machen, so gut wie ich es kann. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit und ihr könnt auch was lernen. Und bitte, jederzeit, ich freue mich über Kommentare und Nachrichten. Und je nachdem, was mir jetzt noch so während dem Studium so ins Auge springt, werde ich das natürlich auch aufnehmen. Ich wünsche euch was, ihr Lieben. Viel Spaß auf meinem Kanal.